herzlich willkommen hier bei uns auf der Lobby Stage. Ich hoffe, der Tag war bisher auch schon inspirierend. Ihr habt schon ein paar gute Sessions, Vorträge und andere Dinge mitnehmen können. Und wir machen hier jetzt auf der Lobby Stage die europäische Ebene auf. Denn klar, mit dem HFD funktioniert ja die Vernetzung in Deutschland schon ziemlich gut. Aber was gar nicht so viele wissen, so hast du es mir zumindest gesagt, dass es ja so eine vergleichbare Organisation auch auf europäischer Ebene gibt. Den European Digital Education Hub, kurz EDE, von der Europäischen Kommission gefördert. Und bei mir ist Rasmus, der beim Stifterverband für den Hub Vollzeit tätig ist. Und Rasmus hat auch einen Nachnamen, den kann ich nur nicht aussprechen, den musst du selber sagen. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Rasmus Benke Oberi und ich arbeite, wie gesagt, für the European Digital Education Hub. Genau. Benke Oberi. Oberi. Könnt ihr mal zu Hause üben nachher. Aber jetzt erstmal ein bisschen zuhören, weil wir wollen ja erfahren, was das ist. Was ist dieser Digital Education Hub, der europäische? Ja, dieser Education Hub, European Digital Education Hub, das ist eine Online-Community. Es gibt ungefähr 5000 TeilnehmerInnen von allen europäischen Ländern. Und dann gibt es eine Online-Plattform, wo man miteinander sprechen kann, diskutieren, Informationen teilen und so weiter. Wie gesagt, ein bisschen wie ein Hochschulforum Digitalisierung, aber in Europa. Abgesehen davon gibt es auch sehr verschiedene Aktivitäten. Es gibt Online-Arbeitsgruppen, es gibt Workshops, Face-to-Face-Workshops, es gibt Webinare, es gibt ein Accelerator-Programm und ein Mentoring-Programm und ganz viel mehr. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Aktivitäten und alle diese Aktivitäten und auch unsere Online-Community hat mit digitaler Bildung zu tun. Also, das bedeutet, falls du hier in University Future Festival bist, entweder online oder hier in Berlin, dann hättest du vielleicht Interesse auch in diesem European Digital Education Hub. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist eine Plattform, wo ich mich anmelde und dann, was passiert dann? Wie ist das organisiert? Genau, das ist eine Plattform, das alle kann sich anmelden, das ist kostenlos, es dauert 2 Minuten ungefähr. Das kann man gerade jetzt machen. Aber falls man in diesen Aktivitäten teilnehmen möchte, dann kann man sich später darüber lesen und diskutieren und also teilnehmen in dieser Online-Community. Das kann man, wie gesagt, heute machen und dann könnt ihr später alle anderen Angebote herausfinden. Mhm. Und da finde ich dann eine Übersicht, was es für Arbeitsgruppen gibt. Genau. Das Einfachste ist wahrscheinlich, man kann einfach googeln, European Digital Education Hub, und dann klickt man da, klick, und dann gibt es, alle Informationen sind da. Okay, und wie kann ich mich da engagieren, wenn ich das möchte? Gut, dann kannst du dich zum Beispiel in einer Online-Arbeitsgruppe engagieren. Vielleicht hättest du Interesse an KI in der Bildung oder vielleicht hättest du Interesse an Digital Learning Methods oder in Micro-Credentials. Es gibt ganz viele verschiedene Themen. Man kann auch sich in Webinare teilnehmen, entweder als Speakerin oder als nur Teilnehmerin. Es gibt auch, wie gesagt, Workshops, da kann man teilnehmen. Und und dann kann man natürlich auch ein Passivmitglied sein. Man kann die Berichte lesen, die verschiedenen Forschungsinformationsberichte und so weiter. Und dann, und dann gibt es auch in diesen Online-Community auch Möglichkeit für, wir nennen es Sharing is Caring. Also du kannst mit anderen Leuten diskutieren und Informationen teilen und so weiter. Es ist ganz einfach. Okay, das klingt gut. Jetzt ist das Thema KI hier das Riesenthema. Was macht der Hub zu dem Thema? Ja, genau, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Und ganz hier, next door ist eine andere Session zu diesem Thema, KI in der Bildung. Ja, das ist nicht nur in Deutschland, das ist natürlich in ganz Europa, spricht man darüber und wie kann man damit umgehen? Was sollen wir machen? Was sollen die Hochschulen machen, was sollen die Schulen machen, was sollen die Berufsbildung machen und so weiter. Also diese Fragen diskutiert man jetzt im ganzen Europa. Und wir haben in dem Hub, wir hatten letztes Jahr eine Online-Arbeitsgruppe und einen Workshop zum Thema KI in der Bildung. Und diese Arbeitsgruppe hat einen sehr großen Bericht geschrieben. Ein sehr guter Bericht könnt ihr auch online finden. Da gibt es sehr viele Informationen, so wie funktioniert es in verschiedenen Ländern, wie könnten wir das machen und so weiter. Und wir finden das Thema so spannend, dass wir nicht nur das einmal gemacht haben, sondern wir machen das nochmal in ein paar Monaten. Dann haben wir eine neue Arbeitsgruppe, das läuft ungefähr August bis Weihnachten ungefähr. Und dann haben wir auch einen Workshop, ein Face-to-Face-Workshop in Brüssel. Das haben wir geplant. So, wir versuchen, dieses Thema auch in dem Hub
diskutieren. Und dann gibt es auch ein besonderes Diskussionskanal. Es heißt AI in Education Discussion Channel, wo man einfach sich mit anderen Leuten vernetzen kann. Okay, was mache ich jetzt, wenn ich sage, oh, ich möchte über den Tellerrand schauen, ich will nicht nur wissen, was macht Deutschland, sondern was macht Schweden, Polen, Spanien. Was kann ich machen, wenn ich mich jetzt mit anderen vernetzen möchte, konkret? Ja, okay. Entweder kannst du nur, wie gesagt, ganz passiv teilnehmen, du kannst diese Berichte lesen, du kannst sehen, was haben andere Leute geschrieben, aber falls du auch etwas Aktives machen möchtest, kannst du dich in einer Arbeitsgruppe engagieren oder in dem Workshop teilnehmen und da kann man auch konkret, also selbst Input geben und man kann vielleicht ganz konkrete Fragen stellen. Ah, okay, du arbeitest in Spanien, was macht ihr in Spanien? Und du arbeitest in Schweden, was habt ihr da gemacht? Und so weiter. Also diese große Vernetzungsmöglichkeit finden wir auch sehr spannend in diesem Hub. Okay, das heißt, du hast schon gesagt, einfach googeln am besten European Digital Education Hub, wenn ihr euch dafür googeln oder, falls du hier in Berlin bist, kannst du auch mit mir sprechen, dann kann ich mehr Informationen darüber geben. Sprechen mit Rasmus Benke Aberi. Genau so. Der kommt aus Schweden, das lösen wir jetzt auch noch auf. Genau, arbeitet in Deutschland. Arbeitet in Deutschland seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren, und richtig. Dafür hat das hier wunderbar geklappt, auf Deutsch mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du uns von diesem tollen Projekt erzählt hast und die europäische Ebene hier so kurz vor der Wahl hier auch in die Lobby-Stage geholt hast. Dankeschön, Rasmus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.